Scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Bin schon leicht mächtig angetrunken. Na, herzlichen Glückwunsch. Alles super, danke dir. Alles super. Oh, scheiße, war das nicht. Was? Wow, John. Fuck you. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? John, hau mal lieber ein Love in die Chat hier. Außer was ich ein Love, aber hallo, oh, zack ich jetzt hier. Warum sollte ich das? Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit sie endlich verschwinden? Wow, John, jetzt geht's aber los hier. Ah, geht doch. Ob ich gleich so. Nicht mal. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Alter, ist sie zickig. Yay, Medigel. Was? Nein! Chris, like Pedis. Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen, gerne doch, mein Lieber, gerne doch. War's ja schon offline, als ich aufgehört habe zu streamen, leider. Aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Sonst hätte ich hier gestern meine Leute rübergeschickt, mein Lieber. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Hat er nicht. Also, Karl, was ist denn los heute mit dir? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Wünsche euch allen viel Spaß. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Und danke, Tri, du bist der Beste. War doch bei der Tanke und frische Luft. Haute mich Hammer ins Gesicht und uns danach nicht mehr streamen konnte. Alles klar, verstehe. Verstehe. Ja, dann erhol dich mal gut. Ne? Sauf nicht so viel, mein Lieber. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl und vielleicht bis später oder morgen, mein Guter. Bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Pinselkopf. Ja, ja, ist klar. Ist klar, Karl. Pinselkopf. Mit Sicherheit. Ich suche eine Asari. Asari? Definitiv bis morgen. Glaub mir. Alles klar, freue ich mich drauf. Und da gibt es noch unsere. Dann schlaf mal gut, mein Bruder. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. What? Gut, ich bin dann einfach mal befugt. Will ich jetzt mal sagen. Achtung, Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Und die Roboter. Okay, ich komme da nicht rein. Alles klar. Haben Sie mal eine Zigarette? Nö. Und sind hier die Kippen ausgegangen? Kein Problem, alle meins. Jo, du! Ciao! Tschö, tschö, mein Lieber. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was? Was wollen Sie? Wurden Sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira?
die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15. Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Hm. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Nicht wirklich. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Ein Teil Schokoglatzi, wow! Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich muss in den Servicebereich. Ich habe einen Pass, aber da hinten ist nichts, nur Schnee. Naja, Schnee und der Zugang zum Servicebereich. Hier ist bald die Kacke am Dampfen. Geben Sie mir die Karte, dann sorge ich für die Sicherheit Ihres... Na, Kack! Ja, bist du mit dem Game? Karl Kack! Aber sagen Sie es nicht den Wachen. Sie sind schon gereizt genug. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald sie drin sind, sehen sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe ihnen auf ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös, irrational. Ja, Eevee! Hallöchen, mein Lieber. Wie geht's dir? Willkommen zu Mass Effect. Ist der Doktor hier? Da ist die Kacke am Dampfen. Ja, ich sag doch, du bist im Game. Wusstest doch, Karl. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können ihre Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Okay. Wir reden später weiter. Dann hätten wir das Thema erstmal mit ihm durch. Sie können etwas tun. Na sicher. Immer doch. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Kannst du die Ausrüstung für uns bedienen? Natürlich, Commander. Einen Augenblick, bitte. Sinngesicht zeige ich. Was? Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Oh, guck mal, hier haben wir einen einzigartigen Gegenstand. Müssen wir erstmal instant kaufen. Annehmen. Hier haben wir nochmal. Annehmen. Universalwerkzeug Chameleon. So, gucken wir nochmal. Ja, kann man auch voll in die Tonne kloppen, das Ding. 15, 35.
Edge. Nee, also wirklich was gebrauchen kann ich denn nicht. So, Kampfscanner, Waffen-Upgrade, Waffen-Granaten-Upgrade, Granaten-Upgrade, Pistole. So, verkaufen. Warte mal, direkt mal auf Vergleichen gehen. Da, die 260er, den muss ich nämlich, glaube ich, behalten hier. Schrotti, lassen wir auch mal. 194. Kaufen. Was sind das Rüstungsupgrade? Alternative wieder Überzug. Schadensschutz, okay. Und dann lassen wir auf jeden Fall mal da. Brandmunition ist klar. Munitionsupgrade, Upgrade, Upgrade. Rüstungsupgrade. Rüstungsupgrade. Klinischer Puffer ist auch Rüstung, Munition, Munition, Universalwerkzeug, 15, kann weg. Die Gemini, Gemini ist ein Bioverstärker, kann auch weg. So, was haben wir hier? Brandsatz, kann einmal weg. Fusionssprengsatz, lassen wir da. Kyrosatz, lassen wir auch da. Die Kessler. 128 kann weg. Prodigy, das ist ein bisschen eine Rüstung, glaube ich, sein, oder? Ah, warte mal hier. Kack, ja, wie viele Himmelbilder spiele für den Stream? Was? So, Bio-Verstärker 25 kann weg. Pistole 208. Kann man mal da lassen. Eine Brawler auch 208. War die doch weg. Avenger, Sturmgewehr, 210, Lancer, 168, Storm, wieder eine Shotty, dann weg, Banshee, Banshee ist eigentlich immer eine gute Waffe, 189, ja, reicht halt. Tsunami, 252, die heben wir auf. Präzisionsgewehr 139, die Avenger weg. Firestorm 220 weg, weg, weg. Hurricane 180. Breaker auch wieder ein Sturmgewehr 294. Die heben wir auf. Die heben wir definitiv auf, beziehungsweise rüsten gleich den Kaiden damit direkt aus. Crossfire 273, Scorpion, mittelschwer Mensch 2620, Equalizer auch mal weg, Hammer weg, Megata 209. Die Striker 191. Gut. Was haben wir hier noch? 244. Kann man mal eine verkaufen. Punisher. 620. Bist du 261? Können die weg? So, okay. Gut.
Oh, bin essen. Alles, deinen guten Hunger, Karl. Bis gleich.